said Liebe Linn, lieber Werner, liebe Familie und Freunde, ich möchte euch heute hier ganz herzlich am 10. September 2024 in dieser verrückten, aber wundervollen Stadt willkommen heißen. Vor 6 Jahren ist etwas Wunderschönes passiert. Ihr beide habt euch ineinander verliebt. Und es ist eine der schönsten Überraschungen im Leben, wenn das Schicksal zwei Menschen zusammenführt und diese gemeinsam auf einem Weg entlang gehen lässt. Es ist in der Tat eine der besten Erfahrungen, wenn diese zufällige Begegnung zu einer unzertrennlichen Bindung heranwächst. Diese Liebe und diese Begegnung bringt uns heute hier zusammen. Die Vereinigung zweier Freunde, um eine neue Familie zu gründen, ist eines der schönsten und wichtigsten Ereignisse in eurem Leben. Es bringt zwei verschiedene Familien mit zwei verschiedenen Hintergründen zusammen und bildet so das Fundament eurer neuen gemeinsamen Familie. Mit eurer Liebe, die ihr hier heute offiziell in dieser Zeremonie beurkundet, zeigt ihr heute den Willen, diesen tollen Tag gemeinsam zu feiern und den Willen, für immer zusammen zu sein. Und an dieser Stelle würde ich euch beide bitten, euch zueinander zu drehen, alle vier Hände und Blümchen zu halten. Oder ohne Blumen geht auch, perfekt. Einander in die Augen zu schauen und Werner, hier kommt die Fragen aller Fragen. Ja. Werner, nimmst du heute deine Linn zu deiner rechtmäßig angetrauten Ehefrau? Ja, sehr gerne. Ja. Und versprichst du sie weiterhin zu lieben, zu ehren und zu beschützen in guten wie in schlechten Zeiten? Ja. Und Linn, dein großer Moment ist gekommen. Nimmst du heute deinen Werner zu deinem rechtmäßig angetrauten Ehemann? Ja. Und versprichst du ihn zu lieben, zu ehren und zu beschützen, in guten wie in schlechten Tagen? Ja. Und wenn ihr beide heute Hände haltet, macht ihr ein Versprechen, eure Leben zu teilen. Ihr versprecht einander weiterhin zu helfen, die Träume des Partners zu erfüllen. Und vor allem in den Zeiten, in denen füreinander da zu sein, die ein wenig schwieriger sind. Und an dieser Stelle, Herr Werner, wenn du mal Linn in die Augen schaust, auch noch jemand oder bitte in Ordnung? Ja. Okay. Okay. Während du deiner Linn in die Augen schaust, wiederholst du nach mir. Ich, Werner. Ich, Werner. Nehme dich, Linn. Nehme dich, Linn. Zu meiner Frau. Zu meiner Frau. Und zu meiner besten Freundin. Zu meiner besten Freundin. Ich werde dich jeden Tag ein bisschen mehr lieben. Ich werde dich jeden Tag ein bisschen mehr lieben. Als am Tag zuvor. Als am Tag zuvor. Ich werde mit dir lachen. Ich werde mit dir lachen. Und mit dir weinen. Mit dir weinen. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer für dich da sein. Egal was kommt. Egal was kommt. Denn ich liebe dich. Denn ich liebe dich. Ja. Ich glaube, du musst doch mal tot fallen. Dein Fingerschmerz ist gleich nach diesem. Und wenn du deinem Schatz in die Augen schaust, wiederholst du nach mir. Ich, Linn. Ich, Linn. Nehme dich, Werner. Nehme dich, Werner. Zu meinem Mann. Zu meinem Mann. Und zu meinem besten Freund. Zu meinem besten Freund. Ich werde dich jeden Tag ein bisschen mehr lieben. Ich werde dich jeden Tag ein bisschen mehr lieben. Als am Tag zuvor. Als am Tag davor. Ich werde mit dir lachen. Ich werde mit dir lachen. Und ich werde mit dir weinen. Und ich werde mit dir weinen. Ich werde immer für dich da sein. Ich werde immer für dich da sein. Egal was kommt. Egal was kommt. Denn ich liebe dich. Denn ich liebe dich sehr. And I believe Elvis has another song coming on. Why does man say? Ihr beide habt heute ganz besondere Symbole mitgebracht eurer Liebe. Und das sind eure Eheringe. Nach außen sind sichtbare Symbole, dass jemand auf euch zu Hause wartet. Tragt die Ringe immer mit Stolz. Nadine, du darfst den ersten Ring an den Bräutigam überreichen für die Braut. Dankeschön.
Und während du den Ring bei deinem Schatz am Finger platzierst, hast du ihr die Augen und wiederholst nach mir. Linn, mit diesem Ring. Ring, mit diesem Ring. Nehme ich dich zu meiner Frau. Nehme ich dich zu meiner Frau. Ich verspreche dir außerdem. Ich verspreche dir außerdem. Niemals unseren Hochzeitstag zu vergessen. Niemals unseren Hochzeitstag zu vergessen. Ich werde dich für immer lieben. Ich werde dich für immer lieben. Danach der nächste Ring überreicht werden an unsere Braut für den Bräutigam. Dankeschön. Und während du den Ring bei deinem Werner am Finger platzierst, schaust du ihm in die Augen und wiederholst nach mir. Werner, mit diesem Ring. Werner, mit diesem Ring. Nehme ich dich zu meinem Mann. Nehme ich dich zu meinem Mann. Ich werde dich für immer lieben. Ich werde dich für immer lieben. Du darfst den Ring anstecken und jetzt zur Hilfe machen. Da hast du. Hast du nicht verstanden? Nö, eine halbe Stunde. Alles perfekt. An dieser Stelle würde ich euch beide dazu ermutigen, einfach einmal kurz durchzuatmen. In dem Moment für euch einsinken zu lassen. Den Beginn eurer gemeinsamen Reise. Nicht nur als Mann und Frau, sondern als Seelenverwandte sowie als beste Freunde. Ich würde euch beide bitten, weiterhin an eurem Sorge für den Partner zu haben. Zu versuchen, niemals ärgerlich miteinander ins Bett zu gehen. Und mindestens einmal am Tag, ich liebe dich zu sagen, weil Liebe nicht gesehen werden kann, wenn sie nicht demonstriert wird. Es ist mein Wunsch, dass über die Jahre, in denen ihr weiterhin zusammenwachst, nicht nur als Mann und Frau, sondern auch als beste Freunde, dass ihr niemals im Leben aus den Augen verliert, was wirklich wichtig ist. Das ist eure Liebe füreinander. Und ab heute eure neue Familie. Und nun, nach dem gegenseitigen Austausch eures Eheversprechens, ist es meine Ehre, euch heute hier mit der Kraft meines Amtes im Bundesstaat Nevada offiziell als Mann und Frau bekannt zu geben. Und Werner, du darfst deinen Braut küssen. Subscribe even better, and you'll be notified of all the cool things and the ceremonies that we're doing here at the world famous Graceland Wedding Chapel.